Wir sind auf dem Weg zur Pokémon-Liga und müssen eine allerletzte Hürde bestreiten, und zwar die Siegestraße. Oh yeah, Leute. Der Typ, nach dem ich suche, muss auch im offenen Meer gut aussehen. Im offenen Meer muss er auch gut aussehen. Also ich bin jetzt tatsächlich am Surfen und habe auch keine Badeklamotten an. Ich hoffe, dass ich dann noch gut aussehen tue, Gilda. Okay, Leute, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, in diesem Part und auch im nächsten Part jeden einzelnen Trainerkampf wahrzunehmen. Klar, es kann ja mal vielleicht vorgekommen sein, dass ich in den älteren Parts oder in den anderen Parts auf dieses LP bezogen gewisse Trainer übersehen habe, weil normalerweise nehme ich eigentlich jeden Trainerkampf wahr. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Das bedeutet, ich werde erst recht jeden Trainerkampf wahrnehmen, weil unsere Pokebuddies brauchen dringend Erfahrungspunkte. Aber sowas von, ne? Weil so wie ich gerade drauf bin, ich gehe davon aus, dass ich vielleicht das erste Top 4 Mitglied oder vielleicht noch das zweite Top 4 Mitglied eventuell noch so mit Ach und Krach erledigen könnte. Aber das ist zu risky. Ich möchte nicht irgendwie schon in den ersten Kämpfen der Pokémon-Liga einen Pokebuddy verlieren. Das wäre tatsächlich zu viel. Die Ebbe setzt ein. Okay, Gilda. Mach's mal gut, wa? Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Mal gucken, wie lange wir brauchen werden. Also ich habe mir vorgenommen, dass wir die Siegestraße in zwei Parts durchqueren. Wusstest du, dass ich einen Bademoden-Wettbewerb gewonnen habe? Jetzt versuche ich, einen Pokémon-Wettbewerb für mich zu entscheiden. Du, gibt es noch irgendetwas, was du mir noch gerne von dir erzählen möchtest? Ich habe kein Problem damit. Ich meine, ich kenne das ja auch im Real Life. Da gibt es Leute, ich kenne sie gar nicht. Sie sagen nicht mal Hallo, nicht mal wie geht's. Sie erzählen mir gleich, wie cool sie sind, was für einen coolen Vater sie haben, was für einen reichen Onkel sie haben. Und der hat das drauf, die hat das drauf. Aber hallo, wie geht es dir? So eine Frage. Gibt es ja auch im Alltag, ne? Weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Menschen, ja, innerlich so sehr schwach sind, dass sie halt gewisse Themen einfach mal so ansprechen, um sich vielleicht für eine kurze Zeit innerlich aufzupuschen. Und wenn man noch andere abwertet, dann ist das ja Narzissmus im wahrsten Sinne des Wortes. Aber okay, eine Sache habe ich in meinem Leben gelernt: den Verstand verwenden und umgehen können. Manchmal ist das nicht leicht, aber es ist machbar. Gut, hoffentlich kriegen wir das hin, in zwei Parts die Siegestraße zu durchqueren. Reicht jetzt Sturzflug aus? Doch, das müsste, weil Pelipper ist auf dem 41. Level. Staraptor ist auf dem 51. Level. Doch, das müsste eigentlich hinhauen. Staraptor wird gleich definitiv einen Hypertrank bekommen. Definitiv! Oh yeah, alles klärchen. Ja, Palkia habe ich bewusst nicht gefangen gehabt, weil ich mir vorgenommen habe, die Pokémon-Liga ohne ein legendäres Pokémon zu bestreiten. Dann wird das ja etwas schwieriger. Paula! Ich wurde versenkt. Ah, alles gut, du kannst ja schwimmen. Gut, haben wir hier noch einige Trainer? Beziehungsweise Schwimmer. Da ist ein Schwimmer und Staraptor braucht auf jeden Fall einen Hypertrank. Ja, Leute, wir müssen auch tatsächlich demnächst die Siegestraße erreichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt noch so lange brauchen werden. Eigentlich wollte ich ja im letzten Part die Siegestraße erreichen, aber ich war mir jetzt nicht sicher, wie lange wir hier noch verweilen werden. Deswegen habe ich mir doch gedacht, okay, Leute, wir machen jetzt einen Cut. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich, wie im letzten Part wieder, des Öfteren hier mit Staraptor am Leben sein werde. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Geowatz oder Machomai liede, dann hat der, beziehungsweise hat das Item Topschutz keine Wirkung. Ich weiß, dass ich surfen kann, aber ich schwimme lieber. Das erscheint komisch, das ist mir schon klar. Nö, ich find's cool. Ja, ich meine, die wilden Pokémon sind ja hier auf dem 44. Level ungefähr. Und Geowatz ist jetzt gerade auf dem 42. Level, Machomai ist auf dem 44. Level. Das bedeutet, die wilden Pokémon werden dennoch angreifen. Aber solange wir mit Staraptor hier am Leben sind, passiert uns nichts. Eigentlich würde ich sehr gerne die Methode verwenden, dass ich halt Geowatz oder Machomai kurz leben lasse, dann die beiden Pokémon
rausnehme und dann wieder Staraptor reinschicke, damit die Pokebuddies auch wenigstens Erfahrungspunkte bekommen. Aber das Problem ist, dass das Video dann sehr in die Länge gezogen werden könnte. Und in der Siegestraße, ne, da sind die stärksten wilden Pokémon, auf die wir treffen werden. Also bis zu diesem Stande jetzt. Da gibt es auch sehr viele starke Trainer. Hydro-Pumpe, na immerhin nicht die Attacke Eiszahn. Und ich weiß jetzt nicht, ob das gut wäre, wenn ich Staraptor in den Kampf reinschicke, wo gerade ein Pokémon kurz davor ist, mich anzugreifen. Nicht, dass wir Staraptor verlieren, weil Staraptor ist das stärkste Pokémon. Es begleitet uns schon seit den Anfängen. Es war erstmal ein Staralili, klar. Und ja, also dieses Pokémon hat uns sehr oft geholfen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ohne Staraptor so weit gekommen wäre in der, ja, in der kurzen Zeit, sage ich mal. Weil zwischendurch nehme ich ja auch mal an einem Tag mehr als ein Pokémon-Part auf. 2, 3, 4 oder 5. Das passt mir aber auch gut, weil ich im Privaten immer sehr viel zu tun habe. Dann ist es nicht verkehrt, wenn man schon vorproduzierte Videos am Stissel hat. Die kann man dann hochladen, ne? Beziehungsweise veröffentlichen. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was er gesagt hat. Tut mir leid, Schwimmer. Das wollte ich nicht. Manchmal drücke ich zu schnell. Hey, Pokémon-Liga. Alles klar. Gut, dass wir Tentoxa dabei haben, denn Tentoxa kann die Attacke Kaskade. Oh, ist das Hammer. Sag mir bloß nicht. Oh, geil. Das ist doch der Eingang zur Siegestraße, oder? Siegestraße voraus. Nett, nett, nett. Gleich erstmal ins Pokémon-Center. Und wir kümmern uns um unsere Pokebuddies. Schön. Alles Klärchen, das ist schon mal eine Erleichterung, dass wir endlich vor der Siegestraße stehen. Das bedeutet, wir werden uns jetzt die Siegestraße anschauen. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass wir uns die Siegestraße so genau wie möglich anschauen werden. Siegestraße, sie wird ihrem Ruf gerecht. Ich bin einmal gescheitert, aber das hat mich nur stärker gemacht. Das ist die richtige Einstellung. Scheitern ist ein Teil des Erfolges. Niemals vergessen. Die Siegestraße. Ich würde mal sagen, dass wir auch gleich das Fahrrad benutzen. So, da ist schon der erste Trainer. Hier kann man die Kraxler-Attacke einsetzen. Da ist auch gleich ein weiterer Trainer. Wir checken erstmal den unteren Bereich ab. Der Superschutz. Das Item Superschutz müsste jetzt gleich auch aufhören zu wirken. Nice, mach mal, ey. Du machst ja schon. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Was haben wir hier? Hier ist auch nichts. Schutz wirkt nicht mehr. Oh, dankeschön für die Information. Ja, Top-Schutz war doch hier unten irgendwo, ne? Da, 45. Reicht total aus. Mal schauen, wie weit wir es tatsächlich in diesem Part erschaffen werden. Sei gewarnt, Sterblicher! Ach, schon wieder so ein Typ, ey. Kennt ihr diese Leute? Die erzählen irgendwie, ja, ich kann deine Zukunft voraussagen. Aber in Wirklichkeit weiß diese Person nichts über seine eigene Zukunft. Wie willst du mir dann etwas über meine Zukunft erzählen, Markus? Der Name Psycho passt zu dir. Du bist auf jeden Fall ein Psycho. Ja, oder zum Beispiel, oh, eine schwarze Katze ist an mir vorbeigegangen. Ich werde so viel Pech haben. Aber glaube, im wahrsten Sinne des Wortes. Weiß nicht, wie steht hier eigentlich so etwas? Ich hab dazu, ehrlich gesagt, keine, ja, Beziehung, sag ich mal, weil ich davon echt nichts halte und das als absolut falsch empfinde. Ich bin der Meinung, dass genau solche Sachen sind, die von den Menschen ausgedacht sind. Stellt euch mal vor, irgendwann kommt jemand und sagt, oh, ein weißer Hund ist an mir vorbeigelaufen, ich werde heute höchstwahrscheinlich richtig viel Geld machen. So ein Schrott, ey. Ich muss selber darüber lachen, wenn ich so Müll von mir gebe. Alles klar. So, das nächste Pokémon ist ein Gengar. Wir haben auch ein Gengar im Team. Sehr gut. Ach ja, Leute, in der Siegestraße gibt es einen zweiten Ausgang, der uns zur Route 224 führt. Dieser wird aber von einem Mann versperrt. Sobald wir den Nationaldex besitzen, verschwindet auch dieser Mann. Wenn man das Item Eisbrief besitzt, kann man zum Blumenparadies gelangen und dort das legendäre Pokémon Shaymin fangen. Allerdings kann man das Item Eisbrief über ein Nintendo-Event erhalten, welches nicht mehr stattfindet.
Aber keine Sorge, Leute. Ich kenne da einige Methoden und ihr vielleicht auch oder sicherlich sogar die meisten von euch. Man kann im Pokémon Pearl und Pokémon Diamant dennoch die Pokémon Shaymin und Darkrai fangen. Dafür gibt es einen besonderen Glitch. By the way, ich liebe Glitches. Ich bin so ein großer Fan von Glitches. Es hört sich jetzt komisch an, aber ich finde das einfach genial. Ich weiß nicht. Ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Das ist so geil, wenn auf einmal das Spiel ganz anders aussieht oder es passieren Sachen, die nicht mehr logisch sind. Ne, das finde ich einfach lustig. Keine Ahnung warum. Also jetzt auf die Spiele bezogen. Und ich habe ja das Spiel Pokémon Diamant. Und ich habe den älteren bzw. den alten Spielstand gelöscht, weil ich ja das Spiel nochmal zocken wollte. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich zu der Zeit nicht genau wusste, ob ich Pokémon Pearl oder Pokémon Diamant LP'en sollte, aber ich habe mich doch für Pokémon Pearl entschieden, da ich dieses Game im Privaten noch gar nicht gezockt habe, aber Diamant und Platin habe ich schon durchgezockt. Und ja, wenn ihr wollt, ach komm schon, die Attacke ging daneben. Wenn ihr möchtet, kann ich sehr gerne in der Diamant-Edition euch die Glitches zeigen, wie man Shaymin und Darkrai fangen kann. Dafür müsste ich aber einmal ja in der Jubelstadt sein. Das bedeutet, im Privaten würde ich dann zocken. Das geht ja schnell. Das dauert nicht lange, bis man Jubelstadt erreicht hat. Ne, dann würde ich euch das sehr gerne zeigen. Aber eine Sache muss ich schon mal voraussagen. Dieses Video wird dann einige Schnitte mit enthalten, weil ich muss da halt gewisse Sachen machen, um diesen Glitch, sag ich mal, zu aktivieren. Und das dauert manchmal lange. Es gibt Momente, da muss man 60.000 oder 65.000 Schritte machen. Und ich glaube nicht, dass ihr jetzt Bock darauf habt, in einem Video euch anzusehen, wie jemand 65.000 Schritte macht. Ja, Leute, wenn ihr Interesse habt, gebt mir Bescheid. Ich sag mal so, ich habe auch sehr viel Freude an Projekten zu arbeiten, an denen ihr auch interessiert seid und die ihr mir auch vorschlägt. So sei es, ich werde dir nun deine Zukunft enthüllen, aha. Da hat er gleich gemerkt, dass das totaler Schwachsinn ist, was er hier von sich gibt. Oh, hier ist ein Item. TM41, Folterknecht. Na, ich glaube nicht, dass wir diese Attacke verwenden werden, aber es schadet nicht, sowas dabei zu haben. So, hier setzen wir auf ganz entspannt die Kraxler-Attacke ein. Ach so, wenn die Methode aber schief geht, dann wird der Spielstand gelöscht. Deswegen habe ich gesagt, soll ich lieber die deswegen meinte ich, ich würde die Glitches dann in der Diamant-Edition machen. Einen Augenblick bitte. Ich kämpfe weiter, damit ich immer höher in die Lüfte aufsteigen kann. Ne, weil das wäre mir zu riskant. Ich meine, ich möchte den Spielstand hier im Pokémon Pearl nicht verlieren. Nee, ich meine, so wie es aussieht, werden wir ohne die extra Videos 60 Videos in diesem LP haben. Knappe 60, denke ich. Und danach kommen ja noch extra Videos. Da werden wir halt legendäre Pokémon fangen. Das Kampfareal uns einmal anschauen. Finde ich ziemlich cool und interessant. Und ja, Leute, es wäre ziemlich schade, wenn ich dann diesen Spielstand verlieren würde. Ich meine, es ist ja nicht so, dass unter den Videos keine Kommentare stattgefunden haben. Die Kommentare wiederum, weiß nicht, wie ich das sagen soll. Durch die Kommentare gewinnt das Spiel so eine Wichtigkeit in meiner Brust. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig ausgedrückt habe, aber damit meine ich, hey, du hast ein Video aufgenommen und da sind Leute, sie haben sich das angeschaut und das kommentiert. Und ich würde das dann halt gerne behalten als eine schöne Erinnerung. Wenn ich mal irgendwann nachts irgendwo auf meinem Bett rumliege und dann halt das Game zocke, dann kann ich mich vielleicht an dieses Kommentar erinnern oder hier, der hat mal das gesagt. Diese Person hat mal das gesagt, als ich hier an der Stelle war. Weiß nicht, mir sind Erinnerungen sehr, sehr wichtig. Lieber habe ich später irgendwann mal, wenn ich alt werden sollte oder alt sein sollte, schöne Erinnerungen anstatt sehr viel Geld. Weil am Ende des Tages, wenn man sich irgendwann verabschieden muss von dieser Erde, wird man sowieso das Geld nicht mitnehmen. Und Geld macht sowieso nur bis zu einer Position glücklich. Ich meine, wenn man Geld hat, ist vieles entspannter und leichter. Einfacher. Natürlich, angenommen,
Deine Krankenversicherung verlangt von dir 300-400 Euro zum Beispiel, weil du mal eine Zeit lang nicht krankenversichert warst oder als du krankenversichert warst, hast du nichts abbezahlen können. Nein, nicht Stahlflügel, ich wollte Fliegen einsetzen. Und das muss man ja irgendwann nachzahlen. Angenommen, man verlangt dann von dir 400 Euro und du hast zum Beispiel nur 50 Euro und diese 50 Euro brauchst du für die Woche eigentlich zum Überleben etc. Ja, dann ist das ziemlich unangenehm. Aber wenn man sowieso schon irgendwie beiseite, was weiß ich, 2.000, 3.000 Euro hat oder ich sag mal jetzt auf die Zukunft bezogen, wenn man schon irgendwie 10.000 oder 20.000 beiseite gespart hat oder einfach eine gute Geldquelle hat, dann ist das wiederum was anderes. Aber oh, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht durcheinander gebracht, das, was ich sagen wollte. Ich war eben nur gerade ein bisschen irritiert und genervt von diesem blöden Fell, den ich hier gerade eingebaut habe. Stahlflügel habe ich jetzt tatsächlich nicht gebraucht. Besonders nicht hier gegen Staraptor. Ich wollte Fliegen einsetzen. Ich würde aber sagen, dass ich dennoch hier einen Hypertrank verwende, weil wenn jetzt Staraptor die Attacke Rucksackhieb einsetzt, ich weiß nicht, ob mein Staraptor das aushalten würde. Wobei, der Angriffswert ist ja gesunken. Aber dennoch will ich eine Nummer sicher gehen. Nahkampf wieder. Ey, Staraptor. Wenn du willst, kann ich auch Nahkampf einsetzen, aber das wirst du nicht mehr aushalten. Nee. Der Verteidigungswert sinkt jetzt zum zweiten Mal. Ich glaube, ich haue tatsächlich. Oder nee, warte mal. Doch, das geht. Das geht. Staraptor ist ja das letzte gegnerische Pokémon. Das geht total klar. Ich meine, wenn da jetzt ein anderes Pokémon kommen würde, dann würde ich sagen, nein. Besser nicht. Aber das reicht auf jeden Fall aus. Ja, Leute. So ist das. Schade, ich würde jetzt nochmal gerne auf den einen Punkt zugreifen, den ich gerade angesprochen habe. Nur ich bin so ein Typ, wenn ich Let's Plays mache. Keine Ahnung. Manchmal vergesse ich halt, was ich gerade gesagt habe. Wobei, ich habe es nicht vergessen. Ich habe jetzt gerade um die Krankenversicherung gesprochen, aber an den Content, an den Kontext, daran kann ich mich manchmal nicht mehr erinnern. Scheint, als hätte man mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja, weil bei mir ist das immer so, mein Kopf ist so voll mit Gedanken. Eigentlich gibt es so viele Sachen, die ich erwähnen und erzählen will. Aber ihr wisst ja, wenn man zum Beispiel so ein Game zockt und man in einer Nuzlocke-Challenge ist und dann einen blöden Fehler macht, also bei mir ist es so, ich bin dann auf einmal total raus aus dem Konzept. Hyperheiler! Ja, ansonsten, Leute, wenn ich hier und da eben gerade ein bisschen, nicht genau gesprochen habe oder etwas merkwürdig, komisch, dann schreibt das in die Kommentare rein und werde dann das ergänzen, was ich eigentlich sagen wollte. Kann ja sein, dass das jetzt nicht so verständlich rüberkam oder ich vielleicht ja gerade auf die Zeiten, also auf die Sprachzeiten nicht geachtet habe. Weiß nicht, wie das bei den anderen Let's Playern ist, aber bei mir ist das nun mal so. Okay, achso, ich sollte mal dahin gehen und die Kraxler-Attacke einsetzen, sonst weiß ich nicht, wie ich nach unten kommen sollte. So wie es aussieht, ist hier in diesen Ecken nichts. Ah, Staraptor bekommt gleich erstmal einen Hypertrank. Definitiv. Nein! Okay, gut, ich dachte schon, ich springe da runter. Da unten war ein Trainer, den haben wir schon herausgefordert. Oh, da ist ein weiterer. Eine weitere Trainerin, okay. Ja, mit dem Hypertrank. Anders geht's hier nicht. Gut, Elixir haben wir auch am Start. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Na Trainerin, was hast du so drauf? Zeig mir, wie du dich bisher durchgekämpft hast. Los geht's. Ja, also ich habe mich tatsächlich relativ okay bisher durchgekämpft. Weil sonst wäre ich ja tatsächlich nicht hier, Brunhilde. Ich habe tatsächlich die 8 Orden gebraucht. Naja, die Jasmin hat uns ja die Attacke Kaskade gegeben. Und ohne diese Attacke hätten wir gar nicht hier hinkommen können. Ne? So, direkt Sturzflug. Direkt. Also wenn Enteron diese Attacke aushält, Riesenrespekt, ey. Riesenrespekt. Ah, nice. Nee, die Attacke ist zu heavy. Zu heavy. Gut, dass wir Bidi fast dabei haben. Also dieses Pokémon existiert eigentlich nicht mehr. Weil ich es ja schon in irgendeinem Part aufopfern musste. Aber es hat die VM-Attacken, die wir auch tatsächlich benötigen. So, hier würde ich tatsächlich gleich Nahkampf einsetzen, weil das sehr effektiv treffen wird. Deswegen hatte ich ja gesagt gehabt, falls ich jetzt kein Pokémon am Start habe, welches
die VM-Attacken erlernen kann, die wir auch brauchen werden, werde ich wieder halt Bidifas mitnehmen. Und das habe ich jetzt auch getan. Ach ja, stimmt. Wir brauchen ein sechstes Pokémon, Leute. Gut, dass ich gleich von Anfang an den Top-Shots aktiviert habe, weil je weiter wir in der Siegestraße kommen, desto bessere, stärkere oder, sag mal, in Anführungszeichen, seltenere Pokémon werden erscheinen. Ja, mit selteneren Pokémon meine ich halt die Pokémon, die wir jetzt nicht jede Minute im hohen Gras finden können. So hast du also gekämpft? Ja, genau, so habe ich gekämpft, nur ich bin, denke ich mal, jetzt ein bisschen stärker geworden, weil hinter den Kulissen wird Gengar auch noch trainiert. Gibt es hier ein Item? Bad Buzzer, klar, Top Elixier, nice. Sehr gut. So, rein hier. Ja, ne? Die eine Ecke haben wir uns da hinten angeschaut, okay. Was haben wir hier? Oh, hier müssen wir die Attacke Zertrümmerer einsetzen. Okay, wird gemacht. Auf einmal gibt es hier einen Trainer. Stärke. Seht ihr? Deswegen meinte ich, dass ich Bidifas mitnehmen werde. Bidifas hat Zertrümmerer, Bidifas hat Stärke, Zerschneider und Surfer. So, hier kann man einfach nur rüberfahren. Blub. Oh, hier ist ja nichts. Okay, hier müssen wir wieder zertrümmern. Oh, ich hoffe, dass wir das wirklich hinkriegen. Innerhalb von zwei Parts die Pokémon-Liga zu erreichen. Ah, Schutz wirkt nicht mehr. Okay, Top-Schutz gleich aktivieren. Ah, wo wir schon mal hier sind, gleich auch dem Staraptor einen Hypertrank geben. Besser ist es. Da ist das Item Top-Schutz. Sehr gut. So. Ja, diesen Stein muss ich als erstes verschieben. Anders geht's nicht. Okay, da ist ein Trainer. Welchen Stein muss ich hier wohl bewegen? Da ist nichts. Steckt sich hier vielleicht ein Item? Nee. Warte mal, welchen Stein? Ah, okay, alles klar. Oder? Ich würde mal sagen, dass wir erstmal diesen Trainer herausfordern. Ein Blick und ich weiß, dass ich es mit einem wahren Anwärter zu tun habe. Du. Optik hat jetzt nichts mit der wahren Stärke zu tun. Erich, Galoppa, okay, sehr schön. Galoppa ist ziemlich nett. Ja, also Fliegen müsste tatsächlich ausreichen. Ne? Doch, Fliegen müsste ausreichen. Am liebsten würde ich jetzt mit Geowatz kämpfen. Da würde Galoppa auf jeden Fall eine schlechte Figur abgeben. Aber da gibt es wiederum eine Sache, die man unbedingt bedenken muss, Leute. Galoppa? Ja, Galoppa kann wirklich die Pflanzenattacke Solarstrahl einsetzen. Und wenn Galoppa diese Attacke einmal gegen Geowatz einsetzt, war es das mit Geowatz. Und genau das ist ja das, was ich versuche zu vermeiden. Stampfer? Okay, jetzt wird gestampft hier. Gut, ich sollte auch nicht immer wieder Sturzflug einsetzen, da ich nicht weiß, welches Pokémon als nächstes eingesetzt wird. Es kann ja mal ein Pokémon vorkommen, welches die Sturzflugattacke auf jeden Fall überleben wird und mich dann vielleicht KO'en kann, weil ich ja noch Rückstoß-Damage abkriege, was auch wiederum einen negativen Einfluss auf die Kraftpunkte der Pokémon hat. Logisch, ne? Amadon! Weiterkämpfen. Da würde ich tatsächlich gleich mal die Nahkampfattacke einsetzen. Oh, ich muss jetzt gerade daran denken, wie Ash im Anime gegen dieses Pokémon beziehungsweise gegen die erste Stufe von gegen die erste Phase von diesem Pokémon gekämpft hatte. Ja, ziemlich stark. Ja, hier setzen wir auf jeden Fall einen Nahkampf ein. Wird sehr effektiv. So, jetzt ist die Frage, welches Pokémon das letzte Pokémon ist. Ich könnte es vielleicht mit der Sturzflugattacke KO'en? Oder ich werde es rausnehmen, weil jetzt der Verteidigungswert und der Spezialverteidigungswert sinkt. Gut, alles klar. 1023 Erfahrungspunkte. Oh, Gengar, du auch? Nice, Level 43. So soll's sein. Ja, Leute, eine Frage. Was meint ihr? Meint ihr, es würde ausreichen, wenn jedes Pokémon von mir mindestens auf dem 55. Level ist? Oder sollten sie doch schon auf dem 58. und 60. Level sein?
Was sind so eure Meinungen dazu? Die würden mich ziemlich interessieren, weil, schaut mal, ich habe jetzt gerade 2 Videos auf privat gestellt. Heute ist der 10. Oktober, Mittwoch. Das eine Video kommt heute raus. Das nächste Video kommt dann morgen raus, also wird morgen veröffentlicht. Dann hätte ich für Samstag dieses Video. Also dieses Video müsste heute am Samstag, den 13. Oktober erscheinen. Und der zweite Part in der Siegestraße würde dann Sonntag erscheinen. Am Montag würde ich dann sehr gerne gleich weitermachen mit den Parts, in denen wir in der Pokémon-Liga gegen die Top 4 Mitglieder kämpfen. Jetzt habe ich die Frage, würden mir 4 Tage ausreichen? Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sonntag, sorry, 5 Tage sogar. Gut, dann müsste ich das heute so machen, dass ich, das finde ich hier gerade ein bisschen merkwürdig. Dann müsste ich das heute so machen, dass ich nach diesem Part auch gleich den nächsten Part aufnehme, bis ich die Pokémon-Liga erreicht habe. Und bis Sonntag würde ich dann im Privaten trainieren und am Montag, je nachdem wie es bei mir gerade aussieht im privaten Leben, würde ich dann tatsächlich am Montag die Parts aufnehmen, wo ich gegen die Top 4 Mitglieder kämpfen muss. Das kriegen wir hin. Aber das finde ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Da muss ich doch runter, doch. Wie verschiebe ich jetzt diesen Stein? Wenn ich jetzt diesen Felsen da zertrümmere, wird er doch... Ah ja, habe ich schon. Wird er doch wieder erscheinen, oder nicht? Probier es nochmal aus. Irgendwie muss ich doch da durchkommen. Den müssen wir wieder zertrümmern, okay. Das bedeutet, der Fels müsste jetzt wieder hergestellt sein. Ja, wir müssen wieder Stärke auf ganz entspannt einsetzen, okay. Christopher, setzt Stärke ein. Weg mit euch. Weg mit euch. So, wie mache ich das jetzt? Ich bin gerade ein bisschen neben der... Ach, komm schon, Kanscha. Du bist so ein Idi, weißt du das? So einfach ist das. Hier. Mann, ich musste eben gerade krampfhaft denken beim Reden. So, du gehst wieder dahin, wo du eben warst. Na, kannst auch da stehen bleiben, kein Problem. Oh, da ist eine weitere Trainerin. Ja, ich würde mal sagen, dass wir die Dame auch noch herausfordern werden. Ich glaube, wir müssen sie auch herausfordern, ne? Anders geht's nicht. Bis hier Items. Gut, Staraptor bekommt erstmal einen Hypertrank. Heftig, ne? Die Trainer sind hier ziemlich stark unterwegs. Gut, dass wir Staraptor haben. Und gut, dass es starke Attacken am Stessel hat. Machomai auf dem 44. Level, Geowatz auf dem 42. Level, Gengar auf dem 43. Level, Tentoxa auf dem 45. Level und das 6. Pokémon, genau, wir brauchen ein weiteres Pokémon. Mal gucken, ob wir dieses 6. Pokémon im nächsten Part fangen. Oder vielleicht werde ich ein Pokémon aus der Box rauspicken und es trainieren. Dieser Fremde wird meine Prüfung sein. Um zu sehen, ob ich die Fähigkeiten besitze, die Top 4 der Pokémon-Liga zu besiegen. Oh, das ist ja eine Trainerin, kein Trainer. Da muss ich tatsächlich auf die Synchronisierung achten. Hanna, cooler Name. Pixie. Direkt Sturzflug, oder? Aber ich gehe davon aus, dass Pixie Sturzflug aushalten könnte. Egal. Gut, dass Hanna nur 2 Pokémon dabei hat. So, Sturzflug. Guten Sturz. Guten Flug. Guten Sturzflug. Mann, Kanscha. Hey. Okay. Und Volltreffer oder? Ja, ganz knapp, ey. Ganz knapp. So richtig knapp, ey. Was kommt jetzt? Risikotackle? Reflektor. Okay. Der Verteidigungswert, genau. Jetzt werden die Verteidigungswerte von diesem Pokémon erhöht. Ah, nicht so schön. Aber Pixie müssen wir jetzt nur einmal berühren, einmal so Pix und das war schon. Gut, dass die Attacke nicht daneben gegangen ist. Pixie, cooler Ruf. Oh, Chaterra. Oh. Jetzt muss ich mal gut überlegen. Was soll ich jetzt machen? Sturzflug wird Chaterra aushalten. Ich hoffe, es setzt jetzt keine Steinattacke ein. Ich würde gerne mal Staraptor kurz pflegen mit der
mit dem Item Hypertrank. Egal was passiert, wir werden das überleben jetzt, auch wenn da eine Steinattacke kommt, nur ich muss es erstmal analysieren, was für Attacken Shelterer jetzt ankommen wird. Egelsamen? Nicht schlecht. Warte, das bedeutet doch... Ich glaube, auf Sturzflug werde ich jetzt tatsächlich verzichten. Nee, der Rückstoß-Damage, ey. Und jetzt sind noch die Egelsamen draußen, das bedeutet, Shelterer bekommt immer wieder Kraftpunkte. Wobei, ich setze einmal Fliegen ein und danach setze ich Sturzflug ein, genau. Weil wenn ich jetzt permanent Fliegen einsetzen würde, dann... Ja, ich denke, dass ich höchstwahrscheinlich 3 Runden sogar gebrauchen könnte gegen Shelterer. Auch nochmal wegen den Egelsamen. Nein, Staraptor. Knirsche halten wir aus. Solange es kein Volltreffer ist. Und der Verteidigungswert sinkt jetzt. Boah, das ist gerade richtig blöd. Ja, das ist jetzt richtig blöd, ey. Ich muss dem Staraptor einen weiteren Hypertrank geben. Oder kann ich es vielleicht rausnehmen? Nee, das ist alles zu riskant. Alles zu riskant. Ich meine, mit einer Eisattacke würden wir Shelterer sofort erledigen können. Okay, ich verspüre gerade ziemlich einen ziemlichen Druck. Ja, die Trainer sind auf jeden Fall viel stärker. Diese Attacke wird uns jetzt mehr Kraftpunkte abziehen, da der Verteidigungswert gesunken ist. Krass, ey. Und die Egelsamen noch, Mann. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe keine Lust, Staraptor zu verlieren. Ich glaube, ich gehe einmal kurz zum... Oh, nee, ey. Ich habe gerade ein krasses Problem. Sturzflug wird niemals ausreichen. Fliegen geht daneben. Toll, ey. Muss einfach auf die richtige Gelegenheit warten. Ich möchte ganz kurz Macho mal einsetzen und dann wieder zu Staraptor rübergehen, aber das ist so schwierig gerade. Boah, komm schon. Oh, heftig, ey. Wobei. Geh jetzt einfach zu Macho Mai rüber. Das ist zu heftig gerade. Macho Mai, du musst es aushalten, Kumpel. Knirscher hältst du aus. Das hältst du aus. Na gut. So, jetzt kann ich auf ganz entspannt nochmal einen Hypertrank verwenden. Ach man! Genau jetzt sinkt schon wieder der Verteidigungswert. Das wird problematisch, Leute. Das wird wirklich problematisch hier. Das muss ich mal hier so an der Stelle erwähnen. Hm. Krasses Pokémon. Tja, Egelsamen, okay. Meine, die Kraftpunkte, die eigentlich Shelterer jetzt bekommen sollten, bringen sowieso nichts. So, jetzt gehen wir rüber zu Staraptor und der Angriffswert wird erstmal gesenkt von Shelterer. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Oh, was mache ich eigentlich? Sorry, ich habe mich gehen lassen. Das halten wir aus. Ja. So, jetzt nochmal fliegen, damit die Egelsamen uns nicht erwischen. Gut, der Verteidigungswert ist nicht gesunken. Aha, Knirscher geht daneben. Komm schon, Staraptor, treffen! Ja! Es kommt immer so überraschend, wenn man mit der Fliegenattacke daneben trifft. Hä, ist das ein Volltreffer? Was? Wie? Wieso hat... Ich weiß, dass die Attacke sehr effektiv trifft, aber ich habe schon mal gegen so einen Shelterer gekämpft. Und Sturzflug hatte es nicht ausgehalten gehabt. Und ich weiß, dass der Angriffswert von Staraptor nicht... Oder von dem Pokémon, welches sich eingesetzt hatte. Doch, ich glaube, das war Staraptor. Dass der Angriffswert nicht gesenkt wurde. Oder doch? Hm, komisch. Dieser Kampf hat gezeigt, dass du zu den stärksten Trainern gehörst. Hey, Anna, soll ich dir mal was sagen? Du hast es drauf.
So, das muss ich wirklich sagen. Also dieser Kampf war ja mal richtig heftig. Und ich habe da einen blöden Fehler gemacht. Boah, was befindet sich hier in der Ecke? Da ist ein Mann. Wollen wir noch gegen diesen Mann kämpfen? Oder eher doch im nächsten Part? Ich glaube, wir kämpfen noch einmal gegen diesen Mann. Und danach machen wir einen Cut. Ja, bevor der Part wieder über 40 Minuten gehen wird. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen gehabt, so 30 Minuten zu erreichen. Aber okay. Lass mich sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Wobei, ich hätte einfach nur einmal die Treppen runtergehen können, dann wieder zurückkommen können, weil ich wollte schon gerne wissen, was sich auf der rechten Ecke befindet. Veteran Henning, Staraptor, okay. Mein Staraptor ist schneller. Ich glaube, dass ich hier tatsächlich die Attacke Sturzflug einsetzen werde. Oder soll ich lieber gleich Fliegen einsetzen? Ach ja, stimmt, Bedroher und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt Geowatz einsetzen würde, das wäre geil, aber wenn Staraptor Nahkampf einsetzt, wäre das ziemlich bad. Wir gehen eine Nummer sicher und setzen erstmal Fliegen ein. Gut, dass wir uns um Staraptor gerade gekümmert haben mit einem Hypertrank. Heuler! Ja, der Angriffswert, ne? Der soll schon wieder sinken, wa? Nee. Einmal reicht. Einmal ist sogar zu viel. Kriegen wir es hin über die Hälfte? Ja, sieht gut aus. Was kommt jetzt? Heuler! Oh, komm schon! Soll ich jetzt direkt Sturzflug einsetzen? Weil Fliegen würde jetzt Staraptor nicht KO'en. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Unüberstürztes getan habe. Ruxukib. Wobei, ist okay. Nicht, dass Staraptor, das gegnerische Staraptor, nachdem ich Sturzflug eingesetzt habe, auch Sturzflug einsetzt. Oh, komm schon. So, jetzt können wir eigentlich gewinnen, auch wenn es Ruxukib einsetzen sollte. Nein, die Attacke geht daneben und ich krieg die Sturzflugattacke ab. Nein, das war's. Nein, oder? Nein, oder? Ja, geil. Oh, Mann, ey. Ich darf Staraptor nicht verlieren. Also dürfen schon, aber ich möchte es nicht. Was soll ich machen, wenn ich Staraptor verliere? Wir sind kurz davor, die Pokémon-Liga zu betreten. Ohne Staraptor wird das eine Katastrophe, Leute. Katastrophe. Okay, Gengar, 865 Erfahrungspunkte. Hippoteros? Oh, nice. Leider habe ich keine Pflanzenattacke. Nee, der Verteidigungswert von Hippoteros ist ziemlich gut. Und Tentoxa habe ich Tentoxa Surfer beigebracht, ja. Ja, aber Erdbeben könnte Tentoxa KO'en. Nein, ich habe nicht rausgewechselt. Och. Henning, ey, Henning. Also wirklich, boah, geil, wie das aussieht. Och nee, Leute. Wobei, ich setze kurz Macho Mai ein und kümmere mich kurz um Staraptor. Boah, was soll ich machen, ey? Soll ich mit Staraptor gegen Hippoteros kämpfen? Knirscher, okay. Okay. Der Sandsturm wird jetzt dem Macho Mai, glaube ich, ein wenig... Das heißt, glaube ich, wird dem Macho Mai Damage zufügen. Mhm. So. Einmal in den Beutel reinschauen. Hypertrank, richtig. Den bekommt erstmal Staraptor. Eine Nummer sicher gehen. Okay, gut. Ah, sehr gut, Knirscher. So, mit Staraptor wieder zurück in den Kampf, damit der Angriffswert sinkt. Ich würde so gerne mit Tentoxa kämpfen, aber das ist mir zu riskant. Ich meine, wenn Tentoxa auf dem 50. Level wäre, dann würde ich das riskieren. Tentoxa wird Hippoteros sowieso outspeeden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Hippoteros dennoch die Surfer-Attacke vielleicht ganz knapp überlebt. Also Kaskade schon, weil der Verteidigungswert von Hippoteros ist ziemlich nett. Aber dafür der Spezialverteidigungswert jetzt nicht so, ist nicht schlimm, aber im Gegensatz zum Verteidigungswert ist das schon fast der Unterschied.
ätzend. Hör doch auf, ey. Ist mir so egal, ich werde dann noch einmal Sturzflug einsetzen, oder? Ja, mach ich. Mach ich. Und danach gibt es erstmal einen Hyperheiler. So, jetzt bin ich auf den Damage gespannt. Ja, ja, ziemlich erfreulich, ziemlich erfreulich. Was geht ab? Ja, schon wieder Gena. So. Guten Schlaf, Staraptor, aber ich werde dich jetzt wieder aufwecken. Solange Hippoteros jetzt keine Steinsattacke einsetzt, ist eigentlich alles gut. Ich bin so gespannt, was passieren wird. Oh, Mann. Ach, sehr gut, Knirscher. Rückstoß oder direkt fliegen. Ich würde mal sagen, direkt fliegen. Das müsste eigentlich ausreichen. Ich hoffe, dass wir auch Hippoteros treffen werden. Ihr habt ja bereits einige Male in diesem Part mitbekommen, dass ich mit der Fliegenattacke exakt daneben getroffen habe. Passiert. Sowas kommt auch nun mal vor. Okay. Staraptor, du bekommst gleich definitiv einen Hypertrank. Mach dir keine Sorgen. Dein Trainer ist da. Geil, ey. Hippoteros sieht in der 4. Generation richtig geil aus. Besonders im Sand. Oh, sehr schön. Henning haben wir jetzt auch erledigt. Mal gucken, wie viele Trainer wir noch bekämpfen müssen. Vielleicht gibt es ja auch hier und da noch einen Doppelkampf, das weiß ich gerade nicht so. Brillant. Habe ich gerade nicht auf dem Schirm. So, erstmal Hypertränke verteilen. Muss sein. Ich habe nur noch 9 Hypertränke. Ich glaube, ich habe genug Cash, ne? Ich habe ja auch noch einige Items, die ich verkaufen kann, weil bevor wir die Pokémon-Liga wahrnehmen werden, werden wir noch einmal einkaufen gehen. Ah, Top-Beleber haben wir. Gut, das Item können wir auch mal demnächst verkaufen. Es sei denn, ich verpeile es. Aber benutzen werde ich es definitiv nicht. Nee, geht nicht. So, einmal runter. Oh, Schutz weg nicht mehr. Gleich mal aktivieren. Ja, Leute, ich mache gleich einen Cut. Ich würde mir noch einmal sehr, sehr gerne die rechte Ecke nochmal anschauen. Kurz bevor wir mit dem Part abschließen. Ah, okay, schön. Da müssen wir auch nochmal hin. So, wie machen wir das jetzt? Ja, genau. Hier müssen wir auf ganz entspannt Stärke einsetzen. Weil dann haben wir den Stein nicht gleich vor dem Fels. Sonst wäre der Weg blockiert. Deswegen bin ich einmal kurz rein und raus gegangen. Aber ich glaube, ich habe schon wieder einen blöden Fehler gemacht. Hier gibt es ja nichts, oder? Oh, ich muss wieder einmal rein und raus. Machen wir nochmal ganz kurz. Diese Ecke sieht ziemlich interessant aus, Leute. Ich muss aber auch auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht so schnell unterwegs bin wie eben gerade. Hey! Oh, jetzt müssen wir ihn noch einmal stärker einsetzen. Alles gleich hin und der Stein bewegt sich. So, hier muss ich ganz kurz aufpassen. Genau, hier rein, auf ganz entspannt. Ja, 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 sieht gut aus. So, diesen Stein auch einmal bewegen. Okay, und mit dir zur Seite bitte einmal. Dankeschön. Hä? Hä? Wie kann ich darüber springen? Oh, hier ist ein Doppelkampf. Ups. Oh, hier ist ja tatsächlich ein Doppelkampf. Ah, nice. Richtig geil. Ich habe mich schon gefragt, wie ich darüber komme. Hat man richtig geil gemacht. Leute, ich würde mal sagen, dass wir hier einen Cut machen und auch nochmal diesen Doppelkampf da wahrnehmen. Tatsächlich, ich habe eben gerade noch darüber gesprochen. Und hier haben wir 2 Trainer, wobei ist das auch gleich ein Doppelkampf? Weil wir würden ja nur vor dem einen stehen. Wie dem auch sei, Leute. Hier machen wir einen Cut und speichern das Spiel ab.
Und im nächsten Part sehen wir uns wieder hoffentlich und ich hoffe auch, dass wir endlich die Pokémon-Liga erreichen werden. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht es gut, Leute. Tschüssi.